Um mit dem Scharfschützen von Level 11 auf Level 12 zu kommen, müssen wir am Heliport von Golem Island 12 Gegner aus mehr als 200 Metern Entfernung töten. 8 Gegner mit Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr an der Satellitenschüssel auf Golem Island töten, ohne einmal daneben zu schießen. Und 2 Gegner mit einem Kopfschuss aus mehr als 300 Metern Entfernung. Das klingt alles sehr, sehr gut machbar. Wir befinden uns hier bereits am Heliport von Golem Island. Der ist übrigens hier, falls sich jemand fragt. So, relativ in der Mitte vom linken Teil. Na, schauen wir mal. 200 Meter, 12 Gegner aus mehr als 200 Meter. Könnte schwierig werden. Ich weiß nicht. Heilige Scheiße. Es könnte sein, dass die Gegner da ein bisschen blöd, ja, verteilt sind. Aber ich gucke jetzt mal, wir haben ja hier. Das sind. Kriegen wir den aus einer Distanz, die hoch genug ist? Ich denke schon, oder? Und nicht runterfallen. Sonst ist meine ganze Idee, mein ganzer Plan im Eimer. Wenn ich da runterfall. So, jetzt haben wir hier 210 Meter. Das war einer. Der da unten ist natürlich näher. Die da hinten sind wahrscheinlich ähnlich weit weg, würde ich vermuten. Sehen wir da sonst noch irgendwo welche? Da scheint niemand drin zu sein, deswegen nutze ich das mal gerade als Referenzschuss. Okay, also der Bullet Drop hier ist nicht besonders hoch. Benutze übrigens wieder die Tech 50. Der ist zu nah. Garantiert. Ja, der ist zu nah. Ich nutze übrigens, wie gesagt, wieder die Tech 50. Weil das ist einfach das beste Scharfschützengewehr überhaupt ist, mit erweitertem Magazin diesmal. Und ja. Ah, da haben wir 200 Meter da. Sehe ich ihn so nicht. Das war Nummer 3. Der da hinten dürfte auch weit genug weg sein jetzt. Hui. Der da war auch weit genug weg. Einfach auf Verdacht geschossen. Da haben wir noch ein Türmchen, da ist allerdings niemand drin. Aber ich meine, da patrouilliert jemand. Da. Das war Gegner Nummer 6. 7. Ja, Ärger im Anmarsch, aber wo? Ich sehe ja keinen. Tatsächlich keinen mehr. Ich weiß aber, dass hier noch Gegner sind irgendwo. Die Frage ist halt, wo? Da rennt einer aus dem kleinen Gebäude raus. Da läuft er. Er war nicht weit genug weg, verdammt. Der auch nicht. Hab keine Ahnung, was das war. Ich markiere jetzt einfach mal da unten einfach mal den Boden. Einfach um ungefähr einen Referenzwert zu haben, was wie weit weg ist. Wir sind ja nicht entdeckt. Wir haben auch noch unsere Tarnung hier. Wenn einer von der anderen Seite hier kommt, der ist auf jeden Fall weit genug weg. Allerdings kommt da keiner. Die haben sich alle verkrümelt. Haben alle Angst vor dem bösen Scharfschützen. Tja. Der war weit genug weg. Hehe. Das musste einfach sein, auch wenn der nicht weit genug weg war.
Der war weit genug weg. Cool. Die beiden da hinten sind tot. Kommt von der anderen Seite echt niemand? Wir brauchen noch zwei Stück. Echt nett. Da fliegt eine Drohne rum. Lieber mal sicherheitshalber ausschalten. Tja. Aber ich geh mal gucken, ob da hinten überhaupt Gegner sind und wo die hier sind. Hier keine. Keine lebendigen mehr zumindest. Hier in den Gebäuden scheint auch niemand zu sein. Sonst würde die Drohne die entdecken. Aber da ist nichts. Wo kriegen wir jetzt die zwei Gegner her, die letzten? Ich habe keine Ahnung. Tja. Und nun können wir nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter zur Satellitenschüssel oder spawnen wir einfach neu. Ne, geht nicht. Schade. Wir könnten weiter zur Satellitenschüssel reisen. Und von dort aus dann, wobei wir da sowieso hier durch müssen. Und darum. Ist aber schon ärgerlich, ne? Es fehlen mir hier nur zwei. Ist da echt niemand mehr? Kann doch nicht sein. Da unten sitzen zwei, aber... Aber habt ihr gesehen, wie das Ding geflogen ist? Geradeaus und dann zack nach unten. Nicht dahin, wo ich hingezielt habe. Dieser scheiß Bug ist einfach immer noch drin. Voll nervig. Vielleicht kriege ich die beiden ja noch irgendwie von da. Ich kann ja mal einen markieren, wenn ich ihn mit der Drohne finde. Guck mal, da haben wir eine kleine Drohne, die zählt auch als Gegner. Schnappen wir uns die noch. Ist halt ein besonders kleines Ziel, aber hey. Wir können jetzt hier nicht besonders wählerisch sein. So, einer fehlt noch. Guck es mal. Sie fällt einfach runter. Markiere mir da. Eine sitzt dort. Ey, ich will den markieren, den Gegner. Okay, gut. Oh shit. Gute Arbeit. Uiuiui. Werden wir jetzt noch von anderer Seite hier? Nee, gut. Es war nur die Partnerdrohne. Gut. So, Markierung. Oh je. Ist einfach viel zu nah. Bin gespannt, wie wir den kriegen sollen. Eine Entfernung, die hoch genug ist, aber immer noch hier am Heliport ist. Aber es ist der letzte Gegner, den wir hier brauchen. Das ist nicht weit genug weg. Ich verschaff dir den Überblick. Ja, danke, Fury. Autsch. So, machen wir das so. Da ist ein Funker. Der darf auf keinen Fall Alarm schlagen. Ich sehe den. Oder auch nicht. Da ist auch noch einer. Der sitzt ein bisschen günstiger da. Allerdings schwierig mit der Distanz. So, damit haben wir das erste, den ersten Teil geschafft. Gut,
Jetzt auf zum... falsche Taste. Auf zur Satellitenschüssel. Um wie viele? 8 Gegner ohne Fehlschuss zu töten. Da lade ich doch mal schnell nach. Wobei, wir müssen da hinten durch, glaube ich, ne? Weil wir sonst nicht über den blöden Graben kommen. Schwierig, schwierig hier alles auf Golem Island. Was Gelände und so angeht. Aber so an für sich finde ich die Insel schon echt schön. Nichts gegen die vielen verschiedenen Biome bei Wildlands, aber bei Breakpoint ist Golem Island schon echt ganz schön. Genauso wie der dichte Urwald. Und der tote Wald ist auch ganz cool. Sieht ein bisschen gruselig aus auch in der Nachtsicht. Oh, guck mal da. Und da haben wir auch ein Auto. Wie nett. Und lange nichts mehr sabotiert. Sind unsere Kameraden? Keine Ahnung, die können sich beamen. Ach, da kommen sie. Wo habt ihr Fixit gelassen? Der ist irgendwie, hat er keine Lust oder so? Naja, Fixit backt sowieso öfters mal irgendwo fest. Sehe ich die Markierung nicht mehr. Die war doch irgendwo da. Da ist sie doch. Die Frage, komme ich so auch drüber? Oder falle ich jetzt in den Graben? Ich falle in den Graben. Toll. Cool. Dann, ja, geil. Ich respawne, weil, ja, aus Gründen. Ich habe jetzt keine Lust, da rauszuschwimmen. Jo. Versuch war es wert. Dann mal los. So, aber ich habe ja einige Biwaks. Allerdings ist da natürlich kein Biwak entsprechend in der Nähe. Im vergessenen Heiligtum sind wir gespawnt. Eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, kommt man da rüber? Ich glaube nicht, ne? Oder ist da diese Brücke? Es könnte sein, dass da diese Brücke ist. Wir probieren es aus. Gut, wir müssen wissen, was uns erwartet. So, da ist die Schüssel. Wenn ich einen Gegner von hier aus entdecken könnte, könnte ich den markieren, könnte ihn auch so töten. Wenn ich den Bullet Drop richtig einschätzen kann, was nicht unbedingt gegeben ist. So, wir haben hier diese Schlucht. Da kommen wir rüber. Ich markiere mir das mal. Einfach, damit es schneller geht. Oder einfacher geht. Im Anflug? Tatsächlich. Nicht runterfallen, bitte. Nice, wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Die Satellitenschüssel müsste da links irgendwo sein. Das können wir ja dann auch gerade mit der Aufgabe, zwei Gegner aus mehr als 300 Meter Entfernung zu töten, kombinieren. Ich weiß jetzt nicht, wie nah ich da an dieser Schüssel sein muss. Oder ob ich das auch von außen machen kann.
Ich jetzt einfach mal mit der Drohne kurz hin und schau mal nach, wo da Gegner sind. Vielleicht einen. Also 300 Meter ist schon ein gutes Stück, ne? Ich muss jetzt hier erstmal Referenzschuss. Echt nicht viel, ne? Na gut, ich habe mir auch den. Wobei der Perk ist jetzt weg, weil ich gestorben bin. Ich habe mir den Genauigkeitsperk genommen gehabt, aber der ist ja jetzt weg, wie gesagt, weil nach dem Tod ist der weg. Nachtsicht an. Ich sehe den nicht mehr. Luft anhalten. Das war ein Kopfschuss. Nice. Irgendwo da hinten war auch noch einer. Hab ich eben gesehen. Es muss natürlich auch ein Kopfschuss sein. Und bei Scharfschützen habe ich mir mal sagen lassen, gar nicht so sehr viel auf den Kopf schießen. Gut, das war das dritte. So, und wir haben damit auch schon zwei Gegner ohne Fehlschuss. Ich darf jetzt nur nicht aus Versehen links klicken, sonst ist es wieder vorbei. Ich sehe halt keinen, ne? Ich weiß, dass da oben noch mehrere rumlaufen. Nur sehen tue ich halt niemanden. Ich kletter jetzt mal da hoch. Und hoffe, nicht entdeckt zu werden. Tarnung an. So. Da ist einer. Genial. War Nummer 3. Ein Vogel. Vogel.png oder Vogel.gif. Oh oh. Tarnung versagt. Wieder an. Da hinten steht, glaube ich, einer. Wenn man nicht ganz sicher, kann auch ein Schatten sein. Ich glaube, es war nur ein Schatten. Jetzt ist es nämlich weg. Kein Kontakt in diesem Gebiet. Da hinten läuft ein Dingens, ein Dicker. Falsche Taste. Die Taste wollte ich drücken. Damit wir den Dicken direkt mit einem Schuss strecken können. Der Minigunner. Gutes Ding, Ghostlead. Nummer 4. Einer hier relativ dann da. Nummer 5, noch 3. Jetzt bloß nicht daneben schießen irgendwo.
cool, wenn Fury mal scannen würde, aber irgendwie hat die keine Lust mehr zu scannen. Schleich, Schleich, Schleich. Mensch, Fury, kannst du nicht mal bitte scannen? Das wäre sehr freundlich, danke. Da. Nein, doch nicht. Da ist einer. Richtig gut. War das jetzt Nummer 6? Kann sein, ne? Ich habe irgendwie den Count verloren. Jemand hat die Leiche hier entdeckt. Da. So. Noch einer oder zwei? Ich aktiviere die Tarnung nochmal. Mit der Sicherheit. Und dann gehe ich mal da unten hin. Dann gehe ich wieder hoch. Und dann gehe ich da hinten wieder runter. Er glaubt, sie werden beobachtet. Noch einer. Bam! Und das war's. Damit sind wir auf Level 11. Nein, 12. Geil. Ach, das war mal einfach. Sehr schön.